Emre Belözoğlu ist mittlerweile ein 39-jähriger Fußballspieler, der für seine sehr emotionale Spielweise auf dem Platz bekannt ist. Der Spielmacher wird am ehesten mit seinem Herzensverein Fenerbahçe Istanbul in Verbindung gebracht, obwohl er auch für den Stadtrivalen Galatasaray und Başakşehir hunderte Partien absolvierte. Im Ausland spielte er noch bei Newcastle, Atletico und Inter. Auf dem Feld ist er mit den anderen Spielern allerdings auch öfter mal am Streiten. Doch seine Auseinandersetzung mit Didier Sokora ist bis heute nicht vergessen. Warum dieser Streit nicht vergessen wurde und welche anderen Vorfälle Emre zu einem der meist polarisierendsten Spieler auf der Welt machte, erfahrt ihr jetzt. Es ist der 15. April 2012. Fenerbahçe Istanbul trifft auf Trabzonspor im Superfinal. In diesem Wettbewerb spielten die ersten vier Plätze der türkischen Liga unter sich die Meisterschaft aus. Das Spiel ging 2:0 für Fenerbahçe aus. Dieses Ergebnis war allerdings am Ende des Abends nicht von Relevanz. Das Spiel wurde nämlich von einer Aussage von Emre überschattet. Er sagte nämlich zu Didier Sokora, Drecksschwarzer. Er benutzte also gegen ihn das N-Wort und diskreditierte somit Dunkelhäutige. Doch was sagten Sokora und Emre zu diesem Vorfall? Sokora sagte nach dem Spiel im Interview, Zitat, während des Spiels hier hat mich Emre einen Drecksschwarzen genannt und damit schwer beleidigt. Niemand, egal ob auf oder neben dem Platz, verdient es so schlimm beleidigt zu werden. Die Hautfarbe spielt doch keinerlei Rolle. Im Spiel geht es nur darum, dass wir Fußball spielen und nicht um die Hautfarbe. Wir als Spieler versuchen unser Bestes, die Zuschauer im Stadion und an den Bildschirmen optional zu unterhalten. Da sind solche Ausfälle absolut deplatziert und völlig beschämend. Niemand, auch Emre nicht, hat das Recht, einen anderen Menschen wegen seiner Hautfarbe zu beleidigen und anzugreifen. Mich hat seine Aussage sehr verletzt. Emre nahm natürlich auch Stellung zu diesem Vorfall und sagte, Zitat, als das Spiel hitzig wurde, haben wir uns gegenseitig beleidigt. Ja, er hat mich auch beleidigt und da kann es auch gewesen sein, dass ich ihn ebenso beleidigt habe. Es kann auch sein, dass ich das Wort gegen ihn benutzt habe, was er angeprangert hat. Es war eine idiotische Aussage. Es war aber auch idiotisch von ihm, dass er meine Familie beleidigt hat. Minuten später haben wir uns umarmt und entschuldigt. Wenn er aber nach dem Spiel im Interview dieses Thema nochmal aufgreift, sehe ich da eine böse Absicht hinter. Beide haben sicherlich Fehler gemacht. Auch ich, das sehe ich ein. Was hat es für einen Sinn, nach dem Spiel nochmal dieses Thema aufzugreifen, wenn wir uns entschuldigt hatten? Wenn er sich entschuldigen will, soll er das bei mir machen. Wenn ich mich noch entschuldigen muss, tue ich das hier. Es war eine idiotische Aussage und ich akzeptiere das. So, das waren jetzt erstmal zwei sehr lange Zitate. Allerdings erklären diese beiden Zitate auch die Sicht der beiden Spieler. Wie muss es nun also weitergehen? Im Regelwerk steht, ein Angriff auf die Herkunft, Religion, Sprache oder der Ethnie eines Spieler, der in die Menschenwürde eingreift, wird für 4 bis 8 Spiele gesperrt. Emre bekam während dem Spiel aber nur eine gelbe Karte und wurde nachher nur für 2 Spiele aufgrund von Beleidigung gesperrt. Der gegnerische Verein Trabzonspor zeigte Emre vor einem Gericht wegen Rassismus an. Somit stand erstmal eine Gefängnisstrafe im Raum. Das Gericht lehnte diese Anklage allerdings ab, mit der Begründung, Emre wurde vorher nicht auffällig mit so einem Verhalten und dass das Gericht daran glaubt, dass er dies nicht wiederholen wird. Dann allerdings gab es am 6. Mai 2012 ein Rückspiel in Trabzon. Dieses Spiel gewann ebenfalls Fenerbahçe mit einem 3:1. Das Ergebnis aber rückte wieder in den Hintergrund. Warum? Weil die Spieler von Trabzonspor sich nun auf dem Feld gegen Emre rächen wollten. Bei der Begrüßung hielt Emre Sokora seine Hand hin. Sokora allerdings nahm seine Hand hinter seinen Rücken. Er verweigerte den Handschlag mit Emre. In dieser Szene schubst Kolman Emre von hinten und tritt ihn danach, mit dem Vorwand, er würde auf den Ball gehen. Dann erwischt er in einer anderen Szene nicht den Ball, sondern nur Emre. In der nächsten Szene läuft Alan Sino mit seiner Schnelligkeit auf Emre zu, welche ihn zum Ausweichen zwingt und er wieder fällt. Das Ganze gipfelt in der Szene, wo Sokora sich wieder beteiligt. Er tritt Emre mit Anlauf zwischen die Beine und lässt ihn zu Boden fallen. Wer ist nun der Gewinner von dieser ganzen Situation? Sicherlich niemand. Emre machte auf sich mit einer rassistischen Aussage aufmerksam. Der Schiedsrichter bestrafte Emre nicht genug und die Spieler von Trabzonspor rächten sich im Rückspiel mit einem sehr unsportlichen Auftritt. Emre selbst sagte dann Jahre später dazu, Zitat, ich denke, dass ich eine Entwicklung durchgemacht habe, insbesondere auf dem Spielfeld. Abseits des Platzes bin ich immer noch derselbe. Eigentlich möchte ich immer ruhig bleiben. Ich glaube, das hat auch was mit dem Alter zu tun. Leider muss ich aber gestehen, dass ich es auf dem Feld nicht leiden kann zu verlieren und dementsprechend teilweise falsch handle. Er hatte nach dieser Auseinandersetzung noch 2 Szenen, die zumindest im Kleineren für Schlagzeilen gesorgt haben. Ein Streit mit dem Kayserispor-Spieler Ayman Abdennur, bei der sich Emre über ihn beugt und etwas zuschreit.
Entweder schreit er hier "Fuck your life or your lie". Außerdem gab es eine Auseinandersetzung mit John Obi Mikkel, bei welcher John Obi allerdings klarstellte, dass es seitens Emre keine rassistische Äußerung gab. Allerdings schossen sich auch bei diesen zwei Fällen die Medien bzw. viele Fans darauf fest, dass Emre wieder eine rassistische Äußerung getätigt hat. Ist da was dran oder wurde Emre in diesem Fall verurteilt aufgrund seiner Vergangenheit? Eins ist auf jeden Fall klar, seine emotionale Spielweise hat ihn zu einem der meistgehassten Spieler auf der Welt gemacht. Bei Galatasaray-Fans wird er sogar noch mehr verachtet, weil er zu ihrem Stadtrivalen Fenerbahce gewechselt ist. Er ist oft Bestandteil von Fanliedern, bei welchen er beleidigt wird oder die Fener-Fans mittels ihnen die Gegner beleidigen. Alles in allem lässt sich sagen, dass Emres Emotionen ihn zu einem extrem polarisierenden Spieler gemacht haben. Man muss nicht darüber streiten, Rassismus gehört nicht zu unserer Lieblingssportart. Deswegen ist es genau richtig, dass er von diesen Fußballfans für diese Aussage kritisiert wird. Seine emotionale Spielweise allerdings kann einem gefallen oder nicht. In einer hitzigen Sportart ist es nicht leicht, sich zu zügeln, und da können auf jeden Fall das ein oder andere härtere Wort fallen. Allerdings hat Emre eine Grenze übertreten, welche absolut nicht zu verteidigen ist. Wir distanzieren uns und verachten jegliche Art von Rassismus und Gewalt. Ja, falls euch heute das etwas längere Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Like oder ein Abo dalassen. Ansonsten kommentiert doch mal, wie ich die türkischen Namen ausgesprochen habe. Und jetzt sind zwei Videos eingeblendet, die könnt ihr auch sehr, sehr gerne anschauen. Ansonsten wünschen euch alles Gute und haut rein. Ciao, Jungs.